Moin Moin, wir stehen hier vor der Union Station in Washington DC. Das ist der Hauptbahnhof der Hauptstadt der USA, ein richtiger Verkehrsknotenpunkt. Und um Investitionen in die öffentliche Infrastruktur geht es der beiden Regierungen, geht es Joe Biden selbst und darum wird es auch in der Zukunft gehen. Im vergangenen Jahr kam vor allen Dingen ein Gesetzespaket dabei zum Vorschein, was auch in Europa große Aufmerksamkeit erregt hat, der Inflation Reduction Act. Und worum geht es bei diesem Gesetzespaket und warum ist es für Europa relevant? Das erfahrt ihr heute in meinem Logbuch. Der Inflation Reduction Act ist ein umfangreiches Gesetzespaket, das vor allen Dingen darauf abzielt, die amerikanische Wirtschaft in Richtung mehr Nachhaltigkeit umzubauen. Es ist in allererster Linie ein riesengroßes Klimapaket. Der Inflation Reduction Act ist wie gesagt ein komplexes Paket und hat wichtige steuerpolitische, gesundheitspolitische und energiepolitische Bestandteile. Aber in Europa hat er vor allen Dingen Aufmerksamkeit bekommen, weil es auch ein industriepolitisches Gesetz ist. Und es ist das dritte industriepolitische Gesetz, das die Demokraten mit ihren knappen Mehrheit im vergangenen Jahr durch den Kongress gebracht haben. Vor dem Inflation Reduction Act gab es schon den Bipartisan Infrastructure and Jobs Act und auch den sogenannten CHIPS Act, der insbesondere die heimische Halbleiterproduktion vorantreiben soll. 370 Milliarden US-Dollar sollen in klimapolitische Maßnahmen investiert werden. Dabei geht es um Steueranreize und Steuervergünstigungen sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher. Damit sollen saubere Kraftstoffe, E-Mobilität, effiziente Gebäude gefördert werden. Ziel ist es, die Treibhausemissionen bis 2030 um 40% zu senken. Für Elektroautos gibt es einen Steuernachlass von 7.500 Dollar, wenn das Auto und die Batterie mehrheitlich in den USA angefertigt wurde. Aber der IRA fördert auch den Bau neuer, energieeffizienter Fabriken oder auch den Umbau schon vorhandener Fabriken, insbesondere in der Automobilindustrie. Ganz wichtig ist der Fokus auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn in dem Inflation Reduction Act sind die Anreize auch geknüpft an Produktionsbedingungen, an gute Arbeitsplätze und an Lehrstellen. Das ist ein echter Erfolg der Gewerkschaftsbewegung in den USA. Bezüglich der Steuergerechtigkeit hat der IRA sehr viel Schlagkraft. Das Gesetz beinhaltet unter anderem eine Mindeststeuer von 15% für große Unternehmen. Bislang war es großen Unternehmen möglich, durch verschiedene Begünstigungen und Schlupflöcher der US-Steuerbehörde keine Einkünfte zu melden. Das soll nun mit der Mindeststeuer verhindert werden. Das Joint Committee on Taxation geht davon aus, dass die Mindeststeuer über die kommenden 10 Jahre rund 222 Milliarden Dollar zusätzlich einbringen und dass die Steuer rund 150 der weltweit größten Unternehmen betreffen wird, darunter unter anderem Firmen wie Amazon und Apple. Für Familien, die unter 400.000 US-Dollar verdienen, sollen durch den IRA keine neuen Steuern anfallen. Auch kleine Unternehmen sind von Steuern ausgenommen. Der Inflation Reduction Act hat auch eine wichtige Neuerung in der Gesundheitsversorgung, denn er befähigt die staatliche Gesundheitsbehörde für Rentnerinnen und Rentner, Medicare, mit den Pharmaunternehmen über Pharmapreise, Medikamentenpreise zu verhandeln und er begrenzt die Eigenbeteiligung auf 2.000 Dollar pro Jahr. Ja, interessant ist natürlich auch, wer hat dafür gestimmt, wer dagegen. Natürlich waren die Republikaner dagegen, aber die Demokraten haben das Ganze als großen Erfolg abgefeiert für sich.
weil es eben ein großes Klimaschutzgesetzpaket ist. Die Republikaner waren natürlich vor allen Dingen wegen der Mindeststeuersätze für Unternehmen dagegen, aber sie wollten es auch grundsätzlich blockieren. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Senat musste das Gesetz, das sogenannte Reconciliation Bill, durch den Senat gebracht werden, damit es mit einfacher Mehrheit passieren konnte. Und das musste also damit zum Schuldenabbau dienen, ist also ein finanzpolitisches Gesetz. Und Klima- und Industriepolitik mit finanzpolitischen Gesetzen zu machen, ist natürlich nicht optimal. Insofern ist es vielleicht nicht erstaunlich, dass die Ausgestaltung des Inflation Reduction Act nicht optimal ist. Das Gesetz soll Waren fördern, die in den USA hergestellt wurden. So sind zum Beispiel die Steuervergünstigungen für die E-Autos eben für Komponenten, Batterien, die zu 40% aus den USA kommen oder aus Ländern, die ein Freihandelsabkommen mit den USA ratifiziert haben. Durch die Vergabekriterien kommen viele aktuelle E-Fahrzeugmodelle für die Förderung nicht in Frage und deswegen befürchtet insbesondere Deutschland, dass Unternehmen ihre Produktionsstandorte verlagern könnte, um von den Subventionen in den USA zu profitieren. Ob deutsche Unternehmen von der Steuerreform, also von dieser Mindeststeuer, betroffen sind, ist unklar. Im Grunde genommen ist es so, wenn ein ausländisches Unternehmen, somit auch ein deutsches Unternehmen, 100 Millionen Dollar Buchgewinn in den USA hat, greift die Steuer. Aus der Europäischen Union, insbesondere aus Frankreich, aber auch aus Deutschland, gab es heftige Kritik an dem Inflation Reduction Act. Den USA wird Protektionismus und Subventionswertlauf vorgeworfen. Auf internationaler Ebene wird diskutiert, ob der Inflation Reduction Act gegen das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen und über die Einkunft über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen verstößt. Sollte das Berufungsgremium der Welthandelsorganisation die Klage als rechtmäßig erachten, hätten die EU und andere die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen gegen die USA, zum Beispiel Strafzölle, zu verhängen. Die Sorge vor einem Subventionswettlauf teilt auch die deutsche Politik. Der Inflation Reduction Act setze die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft stark unter Druck und könnte unter Umständen eben sogar eine Gefahr für deutsche bzw. europäische Arbeitsplätze sein. Manche sprechen sogar von einem potenziellen Handelskrieg. Expertinnen und Experten weisen darauf hin, dass Europa immer gefordert hat, die USA müssen mehr tun für die Klimapolitik und deswegen solle Europa doch jetzt die USA unterstützen, wo es so massiv in den Klimaschutz investiert. Der transatlantische Zwist um den Inflation Reduction Act zeigt noch einmal ganz deutlich, wie wichtig es wäre, ein allumfassendes Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA zu haben. Und es ist sicher, den Schweiß der Edlen wert, dafür in Zukunft zu arbeiten. Grundsätzlich ist es wichtig, wenn wir über den Inflation Reduction Act reden, in Europa in die Zukunft zu blicken. Wie stark sich der Inflation Reduction Act insgesamt auf europäische Unternehmen auswirken wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt relativ unklar. Geopolitisch richtet sich das Gesetzespaket vor allen Dingen gegen China. In der Zukunft werden die USA so oder so als Produktionsstandort für die Automobilindustrie und insbesondere im Bereich der E-Mobilität ein attraktiver Produktionsstandort und der Inflation Reduction Act ist dabei wahrscheinlich nur ein Katalysator. Der transatlantische Trade and Technology Council bemüht sich, die Wogen zu glätten. Unter anderem ist ein Vorschlag, mehr Vielfalt bei den Lieferketten herzustellen. Insgesamt geht es für Europa und auch für Deutschland darum, die Bedingungen für Investitionen zu verbessern und eine aktive Industriepolitik zu bestreiten. Dabei könnte der Inflation Reduction Act vielleicht sogar ein Vorbild sein. Gute Arbeit und gute Qualifizierung dabei festzuschreiben, würde sicherlich auch die Unterstützung der deutschen Industriegewerkschaften haben. Ich glaube, es ist wichtig, die gemeinsamen Perspektiven
in den Vordergrund zu stellen. Und damit sage ich für heute Tschüss aus Washington.